Hallo alle zusammen, wir machen ja jetzt ein Süppchen. Und zwar geben wir etwas Öl in den Topf, das ist so ähnlich wie diese Hackfleisch-Lauchsuppe, nur dass ich sie mit Mais mache und mit Brokkoli und Hackfleisch. Genau, und dann starten wir mal. Wir geben einmal Zwiebel in den Topf. Dann habe ich hier Rinderhackfleisch. Das tun wir jetzt einfach erstmal anschwitzen. Die Mengen und so stehen ja unter dem Video in der Infobox. So, dann gebe ich mal den Brokkoli mit dazu. Ich glaube, ich lasse den so grob. Wenn der weich wird, dann wird er ja auch, verteilt er sich ja auch besser. So, ich habe mir das nämlich so überlegt, dass ich sozusagen erst den Schmelzkäse dann dazu gehe und dann das Ganze mit Brühe auffülle, dass ich dann so ein bisschen eher gucken kann, wie dünnflüssig oder wie dickflüssig ich es mag. Ihr könnt natürlich das dann auch erst mit Brühe ablöschen, aber ja, aus dem besagten Grund mache ich das jetzt so rum. Genau. Dazu gebe ich dann jetzt einmal noch Mais. Dann, wie gesagt, den Schmelzkäse. So, und jetzt gebe ich einfach ein bisschen Gemüsebrühe dazu und gucke dann einfach, wie mir so die Konsistenz gefällt. Und dann gebe ich einfach sonst noch mehr dazu. Und würzen tun wir das Ganze natürlich auch noch. So, jetzt gebe ich ein bisschen Salz dazu und natürlich Pfeffer. Und jetzt lassen wir das Ganze einfach weich köcheln. So, ja, und das ist jetzt unser Süppchen. Ich denke, da gibt es nichts weiter groß zu sagen. Deswegen können wir direkt mal probieren. Und wie viel Schmelzkäse und so man dazu gibt, das ist ja alles persönliches, also persönliche Geschmackssache. So. Richtig schön würzig. Oh, jetzt habe ich mir aber doch ein bisschen den Mund verbrannt. Aber schmeckt super lecker. Also, was soll ich mehr sagen, außer natürlich, macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!